Sadhguru, diese Frage kommt von Anjali. Namaskaram, Sadhguru. In einem deiner Zitate sagst du, dass wir die spirituelle Entwicklung eines Menschen nicht aufgrund seines Verhaltens beurteilen sollen. Ich kann das nicht verstehen, denn ich habe immer geglaubt, dass Menschen, die freundlich und mitfühlend sind, spirituell entwickelt sind. Kannst du mir bitte helfen, den Kontext dieses Zitats zu verstehen? Well. Schau. At one time, at a certain segment of my Einmal in einem bestimmten Abschnitt meiner school-going time. I can't call it education, but school-going time. Schulzeit. Ich kann es nicht Bildung nennen, aber in der Schulzeit. Ich war in bestimmten Arten von Schulen, wo Moralwissenschaft ein wichtiger Teil dieser Sache war. Ich war in Missionsschulen. Also, versuchen sie uns immer drei Zauberworte beizubringen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Du musst darauf warten, dass ich innerhalb der nächsten 30 Sekunden zum zweiten Mal husten muss. Das wird nicht kommen. I've been tested and certified, okay? Ich bin getestet und zertifiziert worden, okay? Magic Zauberworte. I'm sure all of you have gone through those magic words. Ich bin mir sicher, dass ihr alle diese Zauberworte kennt. What are the magic words of? Wie lauten die Zauberworte? Was? Nein, nicht, das ist nicht die Reihenfolge. Tut mir leid, das ist nicht die Reihenfolge. Was hast du vor? Entschuldigung ist nicht das Erste. Sorry and thank you. Bitte, Entschuldigung und Danke. Nun, solche Tricks kann man lernen. Ich sage nicht, dass man das nicht sagen sollte. Wenn Zauber in dir geschieht und diese Worte kamen, fantastisch. Kein Zauber in dir, dann hast du einfach nur die Worte. Du hast ein Gefühl von Anspruch. Aber wenn du Bitte sagst, bedeutet das nichts. Es ist besser, du zeigst wenigstens, wer du bist. Oh, bitte, kann ich das haben? Und trotzdem schnappst du es dir. Das sehe ich die ganze Zeit. Und dann trittst du jemand in den Hintern und sagst dann Entschuldigung. Das bedeutet nichts. Du nimmst von jedem, was du willst und sagst dann Danke, als ob sie es dir gegeben hätten. Nein. Diese Dinge sollen bedeuten, dass du keinen Anspruch hast. Verstehe, dass hier nichts wirklich dir gehört. Selbst wenn du also ein Glas Wasser willst, sagst du bitte. Wenn du es wirklich auf diese Weise siehst, dann gehört dir sogar kein Glas Wasser oder kein Stückchen Essen. Zum Glück steht es dir zur Verfügung. Also sagst du bitte. Wunderbar. Alles, was du tust, könnte jemanden verletzen. Du könntest auf etwas treten. Wissentlich oder unwissentlich. Sogar wenn dich jemand anschaut, sag Entschuldigung, was? Wenn du dich so fühlst. Und danke, denn du hast ein Gefühl der Dankbarkeit, dass alles, was dir zuteil wurde, aufrichtig ist. Das Wort kann also kommen oder es kann einen anderen Ausdruck finden. Was in dir Zauber sein sollte,
geschieht nur in deinem Verhalten. Das ist eine Tragödie der moralischen Gesellschaften, dass sie alle richtigen Dinge tun, dass in ihrem Innern nichts Richtiges geschieht. Das Verhalten bestimmt also nicht das eigene Bewusstsein, die eigene Entwicklung oder die eigene Transformation. Nun, wenn du eine gewisse, was spirituelle Evolution bedeutet, ist, dass du von einem Block Zement individuell verdichtet etwas poröser wirst. Du wirst mehr einbeziehend. Aus deiner Fähigkeit einzubeziehen heraus, kannst du viele Dinge tun. Wenn die Dinge aus deinem Einbeziehen heraus geschehen, aus deiner Sanftmut heraus, deine liebevolle Natur kommt aus deinem Einbeziehen heraus, fantastisch. Aber wenn es eine Formel ist, die du gelernt hast, du weißt, dass wenn du diese Dinge tust, du bekommen wirst, was du willst. So wurde es uns tatsächlich in der Schule vermittelt. Wenn du das tust, gebrauche diese drei Zauberworte und die Dinge für dich passieren. Also geh und sag bitte, sobald du etwas bekommen hast, drehst du dich um und sagst etwas anderes. Das ist um mich herum passiert. Dein Verhalten bestimmt also nicht, wer du bist. Menschen können Verhalten kultivieren, aber wer sie sind, das braucht eine Veränderung. Transformation bedeutet im Wesentlichen, dass das Gefühl der Grenze, das du über dich selbst hast, das bin ich, das hat sich vergrößert. Das ist alles, was Transformation ist. Transformation ist nicht das soziale Verhalten. Transformation ist, wenn du hier sitzt, was ich war, war genau dies. Jetzt ist das, was ich bin, viel größer als das hier. Das ist alles. Aus dem heraus, wie auch immer du dich verhältst, ist es für mich in Ordnung. Aber es muss Einbeziehen geben. Denn Einbeziehen ist besser als eine Versicherung. Wenn du einmal etwas als Teil von dir selbst siehst, dann, was ist das dann alles mit Dankeschön, Bitteschön und Entschuldigung und derlei Dinge? Es ist egal, denn wenn du den anderen wie dich selbst siehst, ich behandle jeden so, wie ich mich selbst behandle, hart. Wenn ich mich selbst nett behandeln würde, so würde ich dich auch so behandeln. Weil ich mich selbst grob behandle, behandle ich dich auch grob. Okay? Oder willst du, dass ich nett bin? Bitte, das sage ich in den Anfängerkursen. In denen sage ich immer, bitte schließe deine Augen. Hallo, das tue ich. Denn ich weiß, dass du Schwierigkeiten hattest, deine Augen zu schließen. Ich sagte, bitte schließ die Augen. Du kommst zu Samyama und da willst du auch, dass ich bitte sage? Ich sagte, halt einfach die Klappe und setz dich. Bis dahin solltest du die Bedeutung verstanden haben. Im Moment ist dies erst der zweite, dritte Tag der Abriegelung. Am ersten Tag hast du es nicht verstanden. Inzwischen solltest du verstanden haben, was es bedeutet. Jetzt können wir nicht mehr sagen, bitte halt einen Meter Abstand. Wir nehmen einen 1,5 Meter Stock und schubsen dich so. Denn wenn du in drei Tagen immer noch nicht verstanden hast, was 1,5 Meter sind, hallo? Es dauert keine drei Tage, um zu begreifen, was 1,5 Meter sind. Selbst wenn du ein Analphabet bist, kannst du es begreifen. Du brauchst keine mathematische Qualifikation. Jetzt, nun, die Regierung hat also eine Armee in Bereitschaft, nur für den Fall, dass du immer noch nicht verstehst, was 1,5 Meter sind. Ja, das ist passiert. Was ist passiert?
Also eines Tages kam Shankaran Pillai nach Hause. Seine Frau beklagte sich über ihren 12-jährigen Jungen, dass dieser Junge hört nicht auf mich, du musst ihn jetzt zurechtweisen. Also hat Shankaran Pillai ging auf die Suche nach dem Jungen. Der Junge hatte sich im Garten versteckt. Er packte ihn an den Ohren und sagte, du Dummkopf, glaubst du, dass du besser bist als ich, dass du nicht auf deine Mutter hören musst? Also, dein Verhalten. Nun, wenn du in einer Gesellschaft sein willst, ja, natürlich musst du dein Verhalten regulieren, denn es geht nicht nur um dich. Es geht auch um jeden um dich herum. Aber was wir als gutes Verhalten suchen, ist nicht unbedingt, bestimmte Worte zu sagen, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge nicht zu tun. Nein, was wir suchen ist, dass du kommst in diese Halle, 50 Leute sitzen hier, deine Sorge bei jedem Schritt und jedem Atemzug, den du machst, ist deine Sorge für die 50 Leute oder nur für dich? Das ist alles, was zählt. Wenn deine Sorge allen 50 Menschen gilt, die hier sitzen, dann verhältst du dich auf eine Weise. Wenn es dir nur um dich selbst geht, dann verhältst du dich auf eine andere Weise. Das ist alles, was du in Ordnung bringen musst. Ein spiritueller Prozess ist keine soziale Sache. Es ist etwas, das du im Inneren tun musst. Weil sich etwas in deinem Inneren verändert hat, wirst du möglicherweise die Welt auf eine bestimmte Art ansprechen. Eine ganze Menge spiritueller Menschen, immens entwickelte Menschen, sie hatten keine sozialen Fähigkeiten. Deshalb hielten sie sich von der Gesellschaft fern. Hast du von Sadhguru Sri Brahma gehört? Er hatte keine sozialen Fähigkeiten und viel Ärger. Diesmal kommen wir mit ein wenig sozialen Fähigkeiten. Ja, es geht mir gut. Es gibt immer noch ein wenig Reibung mit einigen Leuten, aber sie sind immer da. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir die richtigen Dinge in der Welt tun. Denn wenn diese Leute dich loben, dann musst du etwas wirklich falsch machen. Die eigene spirituelle Entwicklung muss also nicht nach dem Verhalten beurteilt werden. Nimm dies nicht als Erlaubnis für unverantwortliches Verhalten und sage, ich bin spirituell. Diese Art von Leuten gibt es auch in der Welt. Weil sie spirituell sind, denken sie, dass jeder sie verstehen muss. Sie werden seltsame Dinge tun. Jeder hat sie zu verstehen. Nein, nein. Das ist nicht die Sache. Denn spiritueller Prozess bedeutet, dass du nicht mit deiner physischen Natur identifiziert bist. Deine Identität hat sich in eine Dimension verlagert, die nicht physisch ist. Sobald deine Identität nicht physisch ist, dann hast du keine spezifische Art und Weise, etwas zu tun. Du wirst es so tun, wie es nötig ist. Weich, weich, hart, hart. Wunderbar, wunderbar, gemein, gemein, wie auch immer. Wie auch immer die Situation es verlangt, du wirst in diesem Sinne antworten. Denn deine Identität ist nicht mit deinem physiologischen und psychologischen Prozess verbunden. Deine Identität hat sich über die physischen Dimensionen dessen, was du bist, hinaus bewegt. Du hast also eine gewisse Freiheit. Ein kultiviertes Verhalten bedeutet, dass du auf eine bestimmte Art und Weise fixiert bist. In einer bestimmten Weise zu sein, das bedeutet, dass du deine Freiheit verloren hast. Aus deiner Freiheit heraus. Wenn es erforderlich ist, nett zu sein, bist du wunderbar. Wenn von dir verlangt wird, gemein zu sein, dann bist du gemein. Was auch immer nötig ist, dementsprechend verhältst du dich. Du fährst. Wenn nicht viele Fahrzeuge unterwegs sind, sind Kühe, Büffel, alle möglichen Dinge auf der Straße. Eine Gruppe von Büffeln geht dort. Du gehst und sagst, bitte, bitte. Sie gehen einfach weiter. Bitte. Keine Antwort.
Du nimmst einen Stock und sagst, hey, 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 dann gehen sie. Weil sie nicht verstehen, was dieses Bitte bedeutet, das du sagst. Du versuchst nicht, den Büffel schlecht zu behandeln. Wenn Büffel verstehen würden, was süße Worte sind, würdest du dem Büffel, du weißt schon, süße Dinge sagen. Aber er versteht es nicht. Er muss verstehen, dass du ihn dort, wo er jetzt ist, nicht magst. Du musst ihm das klar machen. Er sollte nicht auf der Straße sein, du musst sie benutzen. Du machst ihm das irgendwie klar, du musst nicht hingehen und ihn schlagen. Wenigstens ein paar Geräusche musst du machen. Sonst wird er sich nicht bewegen, weil er es nicht versteht. Wenn du also mit einem Kind zu tun hast, tust du das auf eine Weise. Wenn du mit einem Erwachsenen zu tun hast, tust du das auf eine andere Weise. Mit jemandem, den du kennst, auf eine Weise. Mit jemandem, der für dich neu ist, auf eine andere Weise. Unser Verhalten ist so, wie die Situation es erfordert. Jetzt hast du dich selbst festgelegt. So verhalte ich mich. Selbst wenn die Situation nicht dafür förderlich ist, tust du die gleichen Dinge. Wo ist da der Sinn? Jede Handlung, die nicht relevant ist für die Situation, in der du existierst, ist eine irrelevante Handlung. Festgelegte Aktivität wird also immer irrelevant in verschiedenen Situationen. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht unsere Handlungen fixieren, sondern in Ordnung bringen, wer wir sind. Das ist was... Nein, nein, ich bin kein Gelehrter, aber das ist etwas, das an mir haften geblieben ist. Krishna sagte, Yogastha Kuru Karmani, gründe dich erst in Yoga. Das heißt, gründe dich selbst nicht in deiner Individualität, sondern in deiner Vereinigung mit der Existenz und führe dann eine Handlung aus. Das bedeutet, dass du absolut einbeziehen bist, dann tu, was immer nötig ist. Das ist für mich in Ordnung.